Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riding Out. So, ich werde jetzt hier heute weiter am Häuschen basteln. Ha, ich bin ganz aus dem Häuschen. Oh Mann. Ich muss ja erstmal. So, falls ihr jetzt übrigens was geschrieben habt wegen der Treppe hier, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ich habe auch noch nicht weiter geguckt, wie ich meinen Hof von außen hatte. Sehr gut, weil ich jetzt nämlich gerade direkt hintereinander weg aufnehme, weil ich gerade ein bisschen Zeit über habe. Das muss ich nutzen. Das schaue ich dann nochmal vor der nächsten Baufolge. Hallo. Aha. Jetzt. So. Ich würde jetzt das hier gerade ganz gerne noch fertig machen. Jetzt ist die Frage. Eigentlich ja. Eigentlich sollte ich die Decken schon platzieren. So, bis einschließlich dahin. Okay. Und jetzt würde ich aber, glaube ich, bevor ich das Haus mache... würde ich, glaube ich, erstmal die Boxen machen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Oje. Wie hatte ich das denn noch einmal gemacht? Also ich hatte immer so Türen da reingesetzt. Und ich glaube, ich hatte Fenster genommen. Dann wieder eine frei. Für den Paddock. Dann wieder eine Tür. Wie hatte ich das denn mal in Eckboxen gemacht? Nee, warte mal, das ist doch... Jetzt muss ich gleich erstmal gucken. Die nehme ich jetzt erstmal wieder von Flossen weg. Ich glaube, so müsste ich das jetzt machen. Warte mal, wenn ich das jetzt hier... Ich kann das nicht bis dahin auffüllen. Huch, das wollte ich nicht. Hahaha, ich randaliere. Da kommt wieder eine Basis hin. Ach, ich hätte auch direkt auf den grünen Klotz klicken können. Fällt mir sowieso gerade auf. Genau so hatte ich das beim letzten Mal gemacht. Dann werde ich das jetzt wohl auch wieder so machen. Ich glaube, das ist dann doch noch leichter. Als wenn ich das mit den anderen Türen mache. So. All die hier, die passt auch nur in die ganz normalen Durchgänge. Oder mache ich da doch? Ich würde mir auf jeden Fall Geld sparen, wenn ich das so machen würde. Und das hier wäre halt die andere Methode, die andere Möglichkeit, wenn ich da das Ganze so mache. Ist ja eigentlich realistischer, muss ich schon sagen. Es ist eigentlich realistischer. Okay, ich muss aber doch ganz normal die hier trotzdem machen. Weil dann kann man halt auch, wenn mal schlechtes Wetter ist oder sowas, könnte man rein theoretisch die Stalltüren zumachen. Okay. Das heißt, dann käme da auch eine Tür hin. Das hier würde geschlossen sein und hier käme... wieder ein Fenster hin. Eieieiei. Hoffentlich vergaloppiere ich mich hier nicht. So. Da wieder eine Tür hin. Da wieder eine Tür hin. Da wieder eine Tür hin. Genau, und dann da wieder eine Tür hin. Doch, das sollte eigentlich passen. Und in die letzte, die hatte ich ein bisschen größer gemacht, weil ich gesagt habe, das ist dann so eine Box,
wo man Stuten mit Fohlen reinpacken kann. Ich weiß noch nicht mal, was ich da reingemacht hatte, ob ich da Fenster reingemacht hatte, doppelt. Das muss ich nochmal schauen. Das ist echt super, dass diese Zwischenteile, dass man die kostenlos setzen kann. Das ist extrem nett. So. Okay, dann kommen da jetzt noch diese Paddock-Türen jeweils rein. Da. Es nimmt doch langsam Form an, ne? Okay, und jetzt muss ich schauen, wie ich das mit den Boxenwänden gemacht hatte. Vor allen Dingen auf welche... Da muss ich jetzt gucken, da muss ich den Boden schon mal entsprechend... Kann das sein, dass das unscharf ist? Ja, ne? Ah. Dann muss das... Das habe ich das letzte Mal auch gehabt, ne? Dass das nicht ganz passte. So. Das ist jetzt aber blöd. Ich konnte mir da früher immer mit so Säulen behelfen. Das geht jetzt nicht mehr. Dann sind jetzt hier ja überall Lücken. Da, das geht. Aber dann haben wir dann trotzdem eine Lücke. Dann muss ich da halt immer breitere hinmachen. Dann müssen wir das so machen. Ist jetzt auch kein Beinbruch. Das ist auch kein Beinbruch. Wie viel kostet denn ein so ein Boxenteil hier? Ach ja, und da hatte ich, genau, da hatte ich ja direkt zwei nebeneinander von diesen Teilen hier. Weil das ansonsten nicht passte. Genau. Alles klar. Ja, langsam kommt die Erinnerung zurück. Wie gesagt, dann muss ich die ja halt immer etwas breiter machen. Ist nicht tragisch. Okay, gut. Gut, gut. Und dann geht's hier wieder weiter. Das sitzt dann da ein. Dass das nicht direkt vor dem Paddock ist. Würde ich das, glaube ich, eher so machen. So, genau. Und da muss ich dann gleich nochmal gucken. So. Jetzt die Türen einsetzen. Haha, nur noch eine Tür. Weil jetzt habe ich nämlich kein Geld mehr. Aber wir sind recht weit gekommen. Wir sind recht weit gekommen. Wir können jetzt hier beim Material, können wir schon mal in die Boxen einstreuen. Wollte ich gar nicht. So. Material. Okay. Jetzt habe ich hier die Zwischenteile noch nicht. Das fehlt noch. Da braucht man dann erstmal ein bisschen Geld für. Genau. Und da sollen auch noch Boxenteile hinkommen. Bauteile. 15. So. Das heißt, dann käme das dann dahin. Und dann kommt hier so ein Balken hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da.
Da kommt was hin. Da kommt was hin. Und... da braucht man nur einen, rein theoretisch. Würde ich dann auch nur einen hinmachen. Aber wir sind doch ein ganzes Stückchen weitergekommen. Was ich jetzt auch schon mal materialtechnisch machen kann. Ich hatte das hier früher in der Stallgasse. Das möchte ich auch gerne wieder haben. Das sieht halt irgendwie einfach... ja, ich glaube, ich hatte die Stallgasse sogar noch einen breiter. Ich glaube, ich hatte das sogar noch etwas breiter. Aber das muss ich auch nochmal schauen. Oder hatte ich die hier in der Stallgasse? Nee, ich glaube, ich hatte die großen. Ich mache jetzt einfach erstmal die großen hier hin. So. Jetzt können wir hier wieder durchgehen. Und können hier schon mal... ich würde dann nach oben würde ich das Schlafzimmer machen, glaube ich. Schön gemütlich. Hier unten würde ich dann irgendwie so einen Esstisch oder sowas hinmachen. Material, ja, was machen wir denn hier als Boden rein? Da würde ich, glaube ich, hier dieses helle Holz nehmen als Boden. Will da unten? Ah, danke. Oder nehmen wir den Boden hier unten hin? Wir können ja auch den Boden rein theoretisch oben und unten hin machen. Das ist ja auch kein Thema. Die Decke würde ich, glaube ich, hell machen. Ich mag zwar auch Holzdecken ganz gerne. Und die Wände. Also von außen hatte ich definitiv Fachwerk. Und innen gucken wir dann einfach mal, würde ich sagen. Oh. Das sieht ein bisschen ungut aus. Das ist nicht so toll. Da muss ich gucken, dass ich diese Balken... dass ich da dann so breite Teile draus mache. Oh, was hatte ich denn da jetzt genommen? Hatte ich jetzt das hier genommen? Ja, jetzt habe ich den... ah, jetzt habe ich den Zaun umgefärbt. Das hier hatte ich genommen. Ich glaube, das hat auch der Zaun vorher, oder? Ja. So kann man sich dort damit behelfen. Finde ich zumindest. Dass man das so machen kann. So sieht das doch eigentlich sogar ganz cool aus. So. Das sind dann halt die breiteren Fachwerkbalken. So. Da fehlt noch was. Oh, das war zu viel. Zack, zack. Ich mag einfach diesen Aspekt, dass man hier dass man seinen Hof hier so komplett frei bauen kann. Finde ich grandios. Das finde ich super, super gut. Weil das kenne ich auch aus keinem anderen Pferdespiel, dass man da seinen eigenen Hof so auf diese Art und Weise so frei bauen kann. So, machen wir das jetzt einmal so außenrum. Ups, das war falsch. Ah, das da hinten noch und das. Das finde ich spitzenmäßig. Man hat ja wirklich immer wieder, hat man ja die Möglichkeit, das zu erweitern, wenn einem irgendwie der Platz zu wenig, also wenn man zu wenig Platz hat, man hat dann irgendwie mehr Pferde oder sowas später, wenn man dann gerade mal züchten will noch. Oder wenn man dann einen Zuchtstall haben möchte, das ist auch super hier, dass man direkt die ganze Reihe durchklicken kann. Muss man nicht immer so zigmal hin und her rennen. Also es ist schon wirklich cool. Zumal es ja auch irgendwann noch geplant war, größere... mal gerade noch, nee, das ist heller, das sieht nichts aus. Ich glaube, das hier gefällt mir besser. Ah, jetzt muss ich nochmal außen rum rennen. Dann hat das nämlich dasselbe Material wie die Tür. Klar könnte ich die Türen ändern, aber für die Türen finde ich das Material super.
So sieht das irgendwie schicker aus, finde ich. So. Nee, gerade auch, wie gesagt, wenn irgendwann später mal noch weitere Gebiete dazukommen, da wäre es natürlich auch cool, wenn man dann, wenn wirklich in so ein Wüstengebiet reinkäme, wenn man dann so Steinhäuser, also so, das heißt Steinhäuser, könnte man ja jetzt schon bauen, aber von der Farbe so sandsteinmäßig das bauen könnte. Das wäre auch eine nette Sache. Und wie gesagt, alleine die Idee hier mit dem Baueditor, das finde ich schon wirklich sehr, sehr gut. Da kann man gar nichts sagen. Also es ist super umgesetzt. So. Lass mich hier drüber. Ho. Mal hier, wie toll wir hüpfen können. Aber die können wir anscheinend nur komplett aufmachen. Das sind anscheinend nicht hundertprozentig dieselben Türen hier hinten bei unserem Onkel Stefan. Weil da kann man das ja komplett getrennt voneinander aufmachen. So, da muss ich halt nur noch mal schauen in meinen alten Folgen, was ich da als Fundament genommen hatte. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich hatte Stein genommen. Also wollte ich das dann ganz gerne wieder handhaben. Und ich muss jede Menge Geld noch farmen. Und wie gesagt, ich glaube, hier war noch eine Reihe breiter das Ganze. Das muss ich aber nochmal schauen. Das muss ich nochmal gucken. Und dann können wir eigentlich schon bald die ersten Pferde übersiedeln. Wir haben ja jetzt schon vier fertige Boxen haben wir schon mal. Ja, vier fertige Boxen haben wir schon mal. Vier fertige Boxen quasi. Aha. Können wir da hoch? Nee, schade, können wir nicht. Aber wir können ja hoch springen. Da muss ich noch wieder Rampen hinbauen, auch außen an die Paddocks. Dass unsere Pferde da auch runter können. Aber das kommt alles noch. Das kommt alles noch. Gut Ding will Weile haben. Ja, ihr Lieben. Aber das war's dann schon wieder für heute. Ich werde mal gucken, dass ich im Off noch wieder ein bisschen Geld gefarmt bekomme, damit wir weiterbauen können morgen. Und wie gesagt, dann können wir eigentlich Desperados und Amika auch schon hier hinholen. Und ja, dann war's das für heute. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und... Ihr könnt auch gerne mal, was könnten wir mal für einen Hashtag nehmen? Rotz klingt blöd, wenn man ROZ nimmt. Macht doch mal RidingOutZ oder sowas. Hashtag RidingOutZ und postet oder einfach nur an @zepp. Wenn ihr Instagram habt, macht doch mal Bilder von euren Höfen und postet mal, wenn ihr Bock habt, wenn ihr die mal zeigen möchtet. Mich würde das mal interessieren, was ihr so alles bastelt. Und ja, damit danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!